Israel will die Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausweiten. Wie das Militär mitteilte, solle ein weiterer Grenzübergang genutzt werden, um Lastwagen zu kontrollieren. Allerdings stünde der Checkpoint nur für die Überprüfung zur Verfügung. Lkw mit Hilfsgütern müssten anschließend zum Grenzübergang Rafah in Ägypten fahren, um von dort in den Gazastreifen zu gelangen. Israel kontrolliert die Lastwagen, um zu verhindern, dass Waffen in den Küstenstreifen gelangen. Die Armee übe großen Druck auf die Hamas aus, sagte Israels Generalstabschef Herzi Halevi. Bei einem Truppenbesuch gestern in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens verwies Halevi darauf, dass Hamas-Bewaffnete sich mit erhobenen Händen ergeben würden. Deren Kampfgeist sei gebrochen. Unterdessen breitet sich der Hunger unter den 2,3 Millionen Einwohnern nach Angaben der Vereinten Nationen weiter aus. Der Hunger plagt jeden, schrieb das UN-Hilfswerk für die Palästinenser UNRWA auf dem Kurznachrichtendienst X. Unter Berufung auf die Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza meldete die UNRWA am frühen Morgen, dass 18.205 Menschen seit Kriegsbeginn getötet und knapp 50.000 Menschen verletzt worden seien. Israels Armee kündigte am Abend an, zwei Warengrenzübergänge für die Kontrolle von Lkw-Lieferungen zu öffnen. Damit solle die Kontrollfähigkeit für die humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen erhöht werden. Alle Lkw-Transporte würden allerdings nach wie vor über den Grenzübergang Rafah erfolgen, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Und in Tel Aviv ist mein Kollege Tim Assmann. Also, hier geht es jetzt vor allen Dingen um die Kontrolle der Lastwagen. Aber es heißt ja auch, Israel wolle mehr Hilfslieferungen zulassen. Was ist darüber bekannt? Mit der Öffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom, so heißt dieser Übergang, mit der Einbeziehung dieses Übergangs in die Abläufe, schafft Israel die Möglichkeit für mehr Kapazitäten. Ich kenne diesen Übergang, ich war da schon vor dem Krieg und mir wurde das mal gezeigt. Das ist ein Übergang, über den damals noch eben alle Lieferungen in den Gazastreifen gingen. Das waren 500 Lkw-Lieferungen pro Tag. Die israelische Seite kann dort eben die Lastwagenlieferungen scannen. Sie hat auch andere Möglichkeiten zur Kontrolle. Sie hat vor allem die logistischen Möglichkeiten, um dort eben eine größere Anzahl von Lastwagen pro Tag abzufertigen. Die müssen dann wieder nach Ägypten in diesem Fall, weil ja Israel gesagt hat, einen direkten Verkehr wird es dort nicht geben nach Gaza. Aber das muss man sich so vorstellen, dass das nicht weit ist. Kerem Shalom liegt also in unmittelbarer Nähe des ägyptischen Übergangs Rafah in den Gazastreifen hinein. Die UN hat in der vergangenen Nacht neue Zahlen vorgelegt, wonach eben 100 Lkw mit Hilfslieferungen zum Beispiel gestern in den Gazastreifen gekommen sind. Zum Vergleich, ich habe es schon gesagt, vor dem Krieg waren es 500 Lieferungen. Das große Problem, das die Hilfsorganisationen aktuell weiter haben, ist, dass diese Lieferungen zwar über Rafah hineinkommen, in das palästinensische Rafah, also auf der anderen Seite der Grenze, aber sie kommen dann nicht weiter. Aufgrund der Kämpfe, die dort weiter stattfinden, die heftig sind am Boden, ist es eben nicht möglich, die Verteilung zu organisieren. Das heißt, die Hilfsgüter kommen hinein, erreichen aber einen Großteil der notleidenden Bevölkerung nicht oder völlig unzureichend. Das bringt uns dann zu der immer wieder geforderten humanitären Waffenruhe. Und heute soll ja in der UNO-Vollversammlung eine neue Resolution für eine solche Waffenruhe verabschiedet werden. Wie schaut man in Israel darauf? Man erwartet dort eigentlich keine neue Entwicklung. Man geht davon aus in Israel, dass dieser Resolutionsentwurf, der da vorgelegt wurde und über den abgestimmt wird, dass der eine Mehrheit finden wird. Aber anders als im UN-Sicherheitsrat haben ja Resolutionen der Vollversammlung keine bindende Wirkung. Und Israel sagt weiterhin, wir wollen unsere Operation dort fortsetzen. Es ist nötig, um die Hamas im Gazastreifen auszuschalten. Das heißt, selbst wenn sich die Vollversammlung in New York für eine Waffenruhe im Gazastreifen ausspricht, erwarte ich nicht, dass das dann kurz danach auch eintreten wird. Offenbar hat die Hamas ja inzwischen an Schlagkraft verloren. Zeigt sich das denn auch in der aktuellen militärischen Lage? Nein, das zeigt sich so in der aktuellen militärischen Lage nicht. Und es ist eigentlich auch nicht wirklich überprüfbar, inwiefern sie an Schlagkraft verloren hat. Es werden weiter Kämpfe aus dem Süden und aus dem Norden des Gazastreifens gemeldet. Also mit dem Norden aus dem Teil, in dem Israels Armee ja schon vor der Feuerpause wochenlang in der Bodenoffensive war. Israels Verteidigungsminister hat zwar gesagt, gestern Abend, man sei kurz davor, den Widerstand dort im Norden, in Gaza-Stadt unter anderem, zu brechen. Noch wird dort aber weiter gekämpft. Im Süden ist das auch der Fall. Und die Hamas
schießt auch weiter Raketen. Es ist offenbar so, dass Hamas-Kämpfer kapituliert haben. Von Massenkapitulationen kann aber eben noch nicht die Rede sein. Und inwiefern wirklich die Schlagkraft der Hamas und ihrer Verbündeten beeinträchtigt ist, das lässt sich akkurat momentan unabhängig nicht überprüfen. Es gab ja auch Befürchtungen, dass die Hisbollah im Libanon stärker eingreift, falls die Hamas schwächer werden sollte. Wie verhält sich denn vor diesem Hintergrund, den Sie da jetzt schildern, die Hisbollah? Es gibt weiter Beschuss aus dem Libanon jeden Tag auf Ziele in Israel. Israels Armee reagiert mit Beschuss auf Ziele im Libanon, mit Angriffen im Libanon. Es gibt dort mehrfach am Tag, zuletzt war es so Raketenalarm an der israelischen Nordgrenze. Die Menschen, bis zu einem Radius von 4 Kilometern nach Israel hinein, wurde ja evakuiert. Die Menschen dort oben im Norden haben große Angst vor einer Ausweitung der Kämpfe. Und die israelische Regierung sagt, dass das da oben eine Bedrohung ist, der man sich eben auch noch annehmen müsse. Israels Verteidigungsminister hat gesagt, das ist etwas, mit dem wir umgehen müssen, wenn der Krieg im Gazastreifen vorbei ist. Der nationale Sicherheitsberater hat gesagt, wir brauchen dort oben im Norden eine andere Realität. Also das zeigt, die Lage dort oben ist etwas, mit dem sich Israels Regierung weiter beschäftigen will. Und das ist offenbar auch den USA so gesagt worden. Gestern hat der Kabinettsminister Gantz mit US-Außenminister Blinken telefoniert und das Medienberichten zufolge angesprochen. Wie stellt sich denn Israel die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg vor und wie sind die Reaktionen darauf? Also es ist ganz klar, was Israel im Gazastreifen nach dem Krieg nicht mehr sieht, nämlich die Hamas. Man will sie militärisch dort ausschalten, man will die Bedrohung, die von der Hamas für Israel ausgeht, beenden. Israel hat gesagt, das ist nur möglich aus Sicht von Premier Netanyahu, wenn danach erst einmal Truppen dort bleiben, wenn das kontrolliert wird. Auch eine Pufferzone soll eingerichtet werden. Aber da gibt es eben auch Stimmen aus den USA und aus den arabischen Staaten, die sagen, eine Zukunft des Gazastreifens muss auch eine sein, in der die Ansprüche und die Rechte der palästinensischen Zivilbevölkerung berücksichtigt werden. Das heißt, es wird um die Nachkriegsordnung für Gaza, wenn man sie so nennen will, noch ein intensives Ringen geben. Das ist jetzt schon absehbar. Danke, Tim Aßmann in Tel Aviv.